Wow, sehe ich süß aus. Guten Morgen, Friends. Ich hab's geschafft. Also erstmal herzlich willkommen zu diesem neuen Vlog hier. Und ich meinte gestern noch, ich will direkt morgens in den Stall. Ich bin wach. Es ist Viertel vor sechs. Jetzt übertreibe ich auch ein bisschen. Es ist Viertel vor sieben. Und ich werde mich jetzt einmal schnell fertig machen. Zähne putzen, Gesicht waschen und meine Reitsache anziehen. Und dann werde ich direkt los zu Lulu fahren und ihn reiten. Damit ich, bevor er auf die Koppel kommt, fertig bin mit ihm. Scheiße, mein Speicherplatz ist voll. Ich muss kurz was löschen. Übrigens, Update zu meinen Augen. Ich habe ja gestern erzählt, was gestern mit meinen Augen abging. Und heute sind sie schon wieder dick. Aber kein Vergleich zu gestern. Es ist minimal. Also, ja, hübsch ist es trotzdem nicht. Aber besser als gestern, da freuen wir uns schon mal. Und irgendwas wollte ich noch sagen. Keine Ahnung, ich mache mich fertig. Na du? Oh nein, Leute, hier ist eine kleine Babymaus. Die ist tot. Warum? Die ist voll süß. Die Arme. Wo tut man sowas hin? In Biomüll? Na du Kleiner, guten Morgen. Was ab? Alles fit? Gut geschlafen? Nee, du kriegst nichts. Ich werde gleich auch auf jeden Fall draußen reiten, weil das Wetter ist gerade irgendwie richtig gut. Keine Ahnung, wo das plötzlich herkommt. Strahlend blauer Himmel, das war jetzt nicht super warm. Aber wollen wir auch gar nicht. Deshalb werde ich jetzt noch meinen ganzen Kram auf den Putzplatz räumen. Dann holen wir Nunu, machen ihn fertig und dann reiten wir eine Runde. Und nichts und. Da ich jetzt zwei Tage nicht geritten bin, machen wir auf jeden Fall entspanntes Programm. Aber auf jeden Fall keine Kandare drauf, sondern reiten mit ganz normaler Trense. Jetzt muss ich nur noch gucken, welche ich nehme. Vor was hast du jetzt Angst? Vor dem freshen Platz oder? Ich glaube, ich hatte schon mal erwähnt, dass ich den übelsten Schisser als Pferd habe. Aber dass man jetzt Angst vorm Boden hat, weiß ich nicht. Nunu, das ist ein bisschen übertrieben. Muss nicht sein. Ich bin mir nicht sicher, ob das hier richtig ist. Nunu analysiert es auch gerade genau. Ich glaube, die Blume gehört hinter die Abgrenzung. Aber egal, ich glaube, wir haben hier genug Platz. Man wird sich hier mit niemandem in die Quere kommen, weil hier ist schon wieder so unglaublich viel los. Ich weiß nicht, ob ich hier Platz zum Reiten finde. Müssen wir gleich erstmal sehen. Better I'm everything you see. Better I'm everything you need. We're high on this feeling.
jetzt auch schon durch mit dem Reiten. Na du? Ich habe ihn gerade noch einmal schnell gewaschen und er isst da gerade noch sein Frühstück, beziehungsweise hat es auch gleich schon auf. Ich mache sein Essen gleich auch noch fertig, dann kann er das noch schnell essen und dann geht es auch schon gleich raus auf die Koppel. Deshalb mache ich jetzt einmal schnell sein Essen fertig. Ich wollte euch jetzt gerade hier so hinstellen und das Futter dann machen, aber nee, die Sonne blendet gerade viel zu doll. Nunu war heute übrigens auch so ein kleiner Clown. Also vom Reiten her war eigentlich richtig gut. Aber also der fand heute alles gruselig. Egal welcher Sandkorn da ein bisschen falsch lag oder ein Grashalm, der ein bisschen zu weit nach rechts gewogen war. Der fand einfach alles gruselig. Da dachte ich so, okay, bisschen übertrieben der Gute. Naja, aber sonst war es eigentlich trotzdem ganz gut. Nunu frisst jetzt auch noch genüsslich das Essen von mir. Also das, was ich ihm gegeben habe, ist offensichtlich nicht mein Essen. Und ich werde ihn jetzt schon mal ready für die Koppel machen, weil die kommen jetzt gleich raus. Und die ersten kommen nämlich gerade schon raus. Aber Nunu kannst hier in aller Ruhe fressen. Und ich ziehe ihn jetzt schon mal an. Los, rein. So, Nuni, wollen wir raus? Ich habe hier meinen professionellen Strick, der absolut kaputt ist. Aber das macht ja nichts. Nunu, warte mal, so können wir nicht arbeiten. Mit einer Hand kann ich eh nicht arbeiten. So, let's go. Hier längs, hier längs. Hi, Nunu, wink mal. Wink doch mal, Nunu. Nett. Wo müssen wir hin? Wo stehen deine Freunde? Da. Nunu, hier längs. Kommen Sie mit. Ja, lauf. Tschüss. Schönen Tag. Richtig wild und spektakulär, wie er auf die Koppel galoppiert. Wow. Das habe ich mir jetzt tatsächlich ein bisschen spektakulärer vorgestellt, muss ich sagen. Ich bin wieder zu Hause und habe mir hier noch einmal schnell was zu frühstücken gemacht und ja, gucke jetzt noch mal kurz eine Serie beziehungsweise esse was, gucke dabei ein bisschen Serie und dann geht es hier auch schon weiter mit Schränke aufbauen und das hier abmachen und tralala. Kupsi, hast du auch Hunger? Was machst du da? Er ist so witzig, er chillt immer so. Das ist einfach sein Move. Hast du dir von mir abgeguckt, ne Diggi? Mittlerweile sieht das Ganze auch so aus. Ich sitze hier, esse, gucke Serie, Kupsi liegt neben mir. Mama hat noch Obst gebracht. Das hier ist übrigens für Kupsi, das bekommt er aber gleich erst. Jetzt sind wir gerade am Snacken. Ist auf jeden Fall eine gemütliche Runde hier. Nu, hättest du fein gewartet, ne? Schmeckt das? War das lecker? War das lecker? Oh, wie kann man nur so süß sein? Willst du noch ein Stück? Das ist eigentlich für mich. Ich wollte mir gerade meine Leggings anziehen und kann mir mal bitte einer erklären, was ich gemacht habe? Ich habe überall blaue Flecken. Kommt das vom Möbel aufbauen oder kriegt man das da? Hä? Bisschen merkwürdig. Die Mission für jetzt wird auf jeden Fall erstmal sein, das Regal hier abzumachen und den ganzen Kram darunter zu nehmen. Mein Vater wird mir gleich ein bisschen helfen, weil diese großen Schränke kriege ich, glaube ich, nicht alleine aufgebaut. Und mein Vater ist gerade noch unterwegs, um Silikon zu holen, weil die Löcher hier müssen noch zugemacht werden. Hier hing ja der Fernseher vorher. Aber die Wand brauchen wir dann sozusagen nicht mehr. Deshalb muss das alles noch fresh gemacht werden. Und ja, ich würde sagen, ich fange jetzt damit mal an. Yeah. On me. Yeah. No escaping from my mind, but low key. You know that you one of a kind, wanna show me. Baby, the things you feel do with that body, yo. Show up everywhere that I be, yo.
All you wanna do is party, yo, I know. I know. You are the type that they warn me about, I am. When I'm with you, all the wrong feels alright, I am. She the real thing, but she cold-hearted like Greenland. Also, ich will jetzt nicht sagen, dass ich auf dem Regal nie Staub gewischt habe. Aber der Hund ist irgendwie ein bisschen staubig. Also, nur ein bisschen. Hier in der Schublade habe ich schon mal, beziehungsweise meine Mutter hat angefangen, da diese Dinger hier reinzutun. Ich muss noch mal schauen, wie ich die da im Endeffekt reintue. Also, das ist jetzt erstmal nur so provisorisch. Und ich habe noch ein paar andere davon. Und ich werde jetzt, glaube ich, schon mal alle auspacken. Weil solange mein Vater nicht da ist, kann ich eh noch nichts starten. Deshalb beschäftige ich mich jetzt erstmal hiermit. Ja, gut. Also meine Mutter und ich waren uns nicht sicher, wie viele Pakete wir davon brauchen. Ich sag mal so, ich glaube, wir haben genug. Vielleicht haben wir ein bisschen übertrieben. Aber das ist schon gut so. Ich muss jetzt nur noch auf jeden Fall diese Schilder hier rausschneiden. Ich finde das irgendwie richtig eklig. Ich weiß nicht warum, aber ich finde es eklig. Ich mag das gar nicht. Und falls ich mich gerade irgendwie so ein bisschen krank anhöre, ich habe euch ja eben den ganzen wundervollen Staub gezeigt und ich habe eine Staubmilbenallergie. Das heißt, sobald hier irgendwas Staub... Sobald hier irgendetwas staubig ist, kriege ich den übelsten Niesanfall. Und den hatte ich halt gerade. Ja, deshalb höre ich mich einfach so dumm an. Und Leute, können wir bitte gucken, wie schrecklich mein Gesicht schon wieder aussieht. Meine Augen sind knallrot, ich habe hier überall Pickel. Aber naja, es ist doch wunderbar. Nicht. Ich hatte ja eben gerade wunderbar von meinem Niesanfall erzählt. Und 2 Minuten später war mein rechtes Auge komplett dick. Es ist halt immer noch komplett dick. Also das hier nicht. Ich weiß nicht, was da los ist, aber ja, ich weiß nicht, was hier los ist. Auf jeden Fall ist es schon wieder ein bisschen abgeschwollen, aber es ist halt immer noch super dick, wenn ich so hoch gucke. Kann ich ja nichts sehen. Es macht super viel Spaß. Und übrigens waren mein Vater und ich gerade hier schon fleißig. Wie man sieht, steht hier nur noch das, denn wir haben schon den einen Korpus von dem Schrank aufgebaut. Und genau, da fehlt jetzt noch die Tür. Und auf die andere Seite kommt dann auch mal so ein, auch noch so ein Schrank. Den müssen wir halt gleich noch aufbauen. Und in die Mitte kommt dann halt mein neuer Fernseher, den ich noch nicht habe. Aber ja, ich bin hier jetzt allerdings noch am Überlegen, weil das hier jetzt nicht so gleich abschließt, ob ich die Kommode ein Stück vorziehe, dass es halt so komplett auf einer Höhe ist. Weil hier hinter ist sowieso eine Steckdose, wo ich dann meinen Fernseher einstecken muss. Und hier passt jetzt logischerweise kein Stecker hinter. Deshalb weiß ich nicht, ob ich das dann noch vorziehe. Schaue ich dann. Auf jeden Fall bauen wir jetzt hier erstmal den zweiten Korpus noch auf, stellen den da hin und dann machen wir die Türen rein. Und genau das hier, dieser Strich, der wird dann auch noch weggestrichen. Ja, also wir kommen auf jeden Fall voran. Ich will jetzt nicht sagen, dass mein Gefühl mal wieder richtig war. Ich dachte, irgendwie läuft es zu gut. Wir haben jetzt hier, sieht man es eigentlich, den anderen Schrank auch noch aufgebaut. Ich dachte, irgendwie läuft's. Ja, und die beiden Türen fehlen jetzt natürlich noch und die wollten wir jetzt eigentlich einhängen. Und die beiden Türen sind so Spiegeltüren. Und ich gucke mir gerade die beiden Pakete an und dachte, also ich habe nichts gedacht, aber irgendwie hatte ich im Gefühl, irgendwas ist da gleich mit. Naja, seht selbst. Ich habe den Karton jetzt hier gerade aufgemacht und ja, habe erstmal hier so nur das gesehen und dachte, ah, von den Ecken ist halt, von den Ecken ist hier so eine Kante und dann geht die hier einmal längs, also dass es da außenrum eine Kante ist. Ja, die Kante ist irgendwie sehr komisch gestaltet, muss ich sagen. Also, sieht nicht so gut aus. Ich würde mal behaupten, das ist nicht so gut. Kupsi, was sagst du dazu? Scheiße, ne? Ja, jetzt packe ich das wieder ein. Ich gucke jetzt noch einmal schnell in das Paket. Mein Vater klappt jetzt gerade schon sein Auto um. Wir wollen jetzt noch einmal schnell zu Ikea fahren. Voll unnötig. Wir fahren da, weiß ich nicht, eine Dreiviertelstunde hin. Ja, nützt nichts. Vor allem so, wie ich aussehe. Also ich sehe echt sehr schlimm aus, vor allem mit meinem dicken Auge. Naja, wie gesagt, ich gucke jetzt noch hier rein und dann entweder bringen wir eine Tür weg oder zwei. Wir werden sehen. Opa, geh mal ein bisschen beiseite. Vorsicht. Ich habe jetzt noch nicht reingeguckt, aber ich habe im Gefühl, dass der heil ist. Ich weiß nicht warum. Kupsi, süß. Guck mal, ich habe ein richtig gutes Gefühl.
Spiegel Nummer 2 ist auf jeden Fall heil. Das heißt, wir packen den anderen jetzt ein und düsen mit dem anderen einmal schnell los. Die drehen wir mal den. Oh, das geht nicht. Du musst. Oh, wir müssen weiter hinten hin. Ach so, jetzt steht er gar nicht mehr im Schrank. Das heißt auch gar nicht mehr witzig. Toll. Applaus! Bitte Applaus alle! Applaus! Applaus! Woo, wir haben es geschafft! Oh Gott! Oh, Kupsi ist gut. wir sind fertig, wir haben es geschafft, also fast. Es fehlen in dem einen Schrank noch 2 Stangen. Das machen wir aber entweder, weiß ich nicht, nachher noch oder morgen. Denn wir fahren jetzt noch einmal schnell zum Mediamarkt und holen einen Fernseher. Also sofern ich überhaupt einen finde. Ich sag das immer so selbstverständlich, jetzt wenn da einer steht und auf mich wartet. Wir schauen mal, ob da ein Fernseher ist, der mir gefällt. Und dann werden wir auf jeden Fall noch einen Fernseher kaufen. Ich brauche mein Handy, Autoschlüssel und ja, ich zeige euch noch mal kurz den Zwischenstand. Ah! Oh Gott! Ja, die Kommode steht hier sonst nicht. So sieht es jetzt auf jeden Fall aus. Ich habe hier und da so Spiegeltüren und hier ist es auch schon fertig. Ich habe jetzt einfach oben und unten so eine Stange zum Hängen, weil ich viel mehr Sachen habe, die ich einfach hängen will. Und genau, hier ist genau das Gleiche und die beiden Stangen müssen da halt noch einmal rein. Das mache ich dann. Und dann haben wir es tatsächlich geschafft. Und hier in die Mitte kommt, wie gesagt, dann der Fernseher. Da will ich jetzt nochmal gucken, ob wir den hinstellen oder ob wir... Huch, fokussieren bitte. Danke. Oder ob wir den halt einmal so irgendwie in die Mitte hängen. Das schauen wir dann. Wir besorgen jetzt erstmal einen. Und dann schauen wir mal, was wird. Kupi, du musst jetzt sagen, was wird. Hallo? Okay, dann nicht. Live your life within the moment, moment. And don't go wait until the morning, morning. You never know when it is over, over. All that I know is we'll get older, older. So let us dance this night away. Ich wollte gerade ganz laut Hallo schreien. Hallo! Schrankkammer. Ja. Die du extra anfällig lassen. Das kann ich getragen. Du hast noch zugehört. War witzig, ne? So. Mama, du kannst dich jeden Satz mit so anfangen. So, jetzt gehen wir durch die Tür. Ist aber sehr dünn. Willst du mir gleich einmal helfen, den da irgendwie rauszutragen? Ja. Ich weiß nur noch nicht wie. Das ist ja wieder verpackt. Zum Glück haben wir mehr Müll als Fernseher. Ja. Na, warte, du kannst ihn hier anheben. Wo? Hier, rein. Da kannst du anheben. Doch nicht da! Nicht in der Mitte! Kupi. Macht man das so? Keine Ahnung. Ich glaube nicht. So Leute, wir haben einen kleinen Zeitsprung gemacht. Wie man sieht, bin ich fertig, habe mich geschminkt, ich habe geduscht und so weiter und so fort. Und ich weiß nicht, wieso ich jetzt außer Atem bin, keine Ahnung. Auf jeden Fall fahre ich gleich noch weiter nach Kiel, aber ich wollte euch noch einmal ganz schnell das Endergebnis zeigen. Also das vorläufige Endergebnis. One second, please. So sieht das Ganze hier jetzt aus. Habe ich das schon gezeigt? Im Fernseher? Ich bin gerade richtig überfordert. Auf jeden Fall, sonst zeige ich es euch einfach nochmal. So sieht das Ganze jetzt aus mit dem Fernseher und der Fernseher hat so Ambilight, das heißt, der leuchtet noch nach hinten raus. Ich zeige euch das morgen oder wenn ich halt den nächsten Vlog drehe, nochmal, hi, wie das mit dem Fernseher aussieht. Wie es aussieht, wenn der Fernseher an ist, genau. Und ja, das dazu. Es fehlen jetzt allerdings noch 2 Stangen in dem rechten Schrank, die müssen wir noch einbauen und den Fernseher habe ich gerade nur so provisorisch angeschlossen. Ich habe nur den Stecker in die Wand gesteckt und gut ist. In die Wand auch wahrscheinlich, ne? In die Steckdose am besten. Das war's. Heute war irgendwie ein anstrengender Tag. Der Tag ist irgendwie schon gefühlt wieder um. Aber naja, ich düse jetzt mal los. Deshalb schnacke ich jetzt auch gar nicht mehr lange rum, weil ich habe eigentlich gar keine Zeit mehr. Ich wollte schon vor 20 Minuten losgefahren sein. Also hoffe ich, euch hat der Vlog gefallen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt morgen weiter filme oder die nächsten Tage irgendwann. Und genau, ich würde sagen, wir sehen uns dann einfach wieder und bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss! Jetzt müsst ihr aber auch ganz schnell wieder ans Ladekabel, weil ihr seid nämlich leer. So,
Leute, das war gerade einfach richtig süß. Ich bin über die Autobahn gefahren und war schon auf der Abbiegespur. Und dann kam neben mir so relativ langsam, also gleich schnell wie ich, ein Auto vorbei. Und ich gucke so rüber. Und dann saß da so eine Mutter mit ihrer Tochter. Keine Ahnung, wie alt die jetzt beide waren. Ist ja auch völlig irrelevant. Auf jeden Fall haben die mich beide so angeguckt, richtig gelächelt. Und beide so Daumen hoch und hier auf mein Auto gezeigt. Ja, weil mein Auto ja offensichtlich pink ist. Und ich liebe solche Menschen. Ich habe mich gerade gefreut wie so ein kleines Kind. Richtig dumm. Fand ich aber ultra süß.